Hallo, ich bin Katharina und ich zeige euch heute mein schnelles, einfaches und leckeres Rezept für Cronuts. Was sind Cronuts? Cronuts sind eine Kreuzung zwischen einem Croissant und einem Donut. Der Trend kommt aus New York und in einer Bäckerei in Soho werden täglich 250 Cronuts hergestellt. Diese sind danach schnurstracks ausverkauft. Jeder Kunde darf nur 2 Cronuts mitnehmen, was dazu führt, dass es Schwarzmarktpreise von bis zu 40 Dollar pro Cronut gibt. Was ist also so besonders an diesen kleinen Teigringen? Lasst es uns rausfinden und Cronuts einfach selber machen. Dazu brauchen wir eine Füllung, einen Zuckerguss und einen Blätterteig. Der Blätterteig. So, das ist jetzt eine absolute Ausnahme. Das ist das einzige Fertigprodukt, was man meiner Meinung nach guten Gewissens benutzen kann. Weil Blätterteig herstellen dauert mehrere Stunden, weil wir mehrere Teigschichten erzeugen müssen. Es gibt Teigschichten und es gibt dazwischen Fettschichten. Dadurch blättert der dann hinterher so auf. Und dazu brauchen wir mehrere Stunden, weil wir immer wieder den Teig in den Kühlschrank tun müssen, damit die Fettschichten nicht verkleben. Deswegen, weil es so lange dauert und weil das Resultat, wenn wir es selber machen, nicht unbedingt besser ist als der gekaufte Teig, verwenden wir hier einen Fertigteig. Für die Füllung haben wir uns entschlossen, eine Vanillepudding-Füllung zu machen. Da benutzen wir natürlich kein Fertigprodukt, den Vanillepudding machen wir selber, genauso wie die Zuckergussglasur. Also, lasst uns anfangen, ich zeige euch, was wir dafür brauchen. Für den Pudding brauchen wir Puderzucker, Speisestärke, Eier, das sind hier 3 Eigelb, Vanilleschote oder Vanilleextrakt, je nachdem, was ihr da habt, und einen halben Liter Milch. Für die Glasur brauchen wir Puderzucker und je nachdem 1-2 Teelöffel Milch. Ja, und ansonsten brauchen wir noch den Blätterteig, den hole ich direkt aus dem Kühlschrank und etwas Butter, um den Blätterteig zu verfeinern, weil der gekaufte Blätterteig nicht unbedingt mit Butter hergestellt worden ist, sondern mit anderem Pflanzenfett. Und damit wir diesen butterigen Geschmack bekommen, benutzen wir hier noch ein bisschen Butter, den wir zum Teig dazugeben. Und hinterher müssen wir die Cronuts frittieren, das machen wir in ganz normalem Pflanzenfett. Das ist jetzt hier Sonnenblumenöl, weil es ist ja ein Cronut, also ein Croissant in Form eines Donuts und Donuts werden frittiert, deswegen frittieren wir hier unseren Croissant-Teig. Okay, dann lasst uns anfangen mit der Füllung. Für den Pudding nehmen wir jetzt unseren halben Liter Milch, packen den in einen Topf und lassen ihn erhitzen. Währenddessen rühren wir unsere Eier, unsere Speisestärke und unseren Puderzucker mit unserer Vanilleschote zusammen und können es dann, wenn die Milch warm ist, dazugeben. Wir packen jetzt hier unsere Eier rein und den Puderzucker und verrühren das erstmal. So. Jetzt haben wir hier unsere Vanilleschote. Hole ich mal hier raus. Also ihr könnt auch Vanillenextrakt benutzen, wenn ihr das da habt, weil Vanilleschote doch immer recht teuer ist. Die habe ich jetzt schon mal aufgeschnitten gehabt und nicht vollständig benutzt gehabt und nehme jetzt einfach noch den Rest, der da drin ist, mit dem Messer ab. Das Messer ist ein bisschen groß dafür, aber es klappt schon. So. Und packen das mal jetzt hier mit rein. Das riecht schon schön nach Vanille. So, jetzt packen wir unsere Speisestärke dazu. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier keine Klümpchen kriegen. So, und jetzt rühren wir einfach so lange, bis wir keine Klümpchen mehr haben. Ist auch ein gutes Workout für die Arme. Perfekt. Und was wir dann machen, wir geben diese Eimasse in die Milch, aber damit das Ei nicht stockt, nehmen wir zuerst etwas von der heißen Milch in die Eimasse rein, um die Eimasse auf eine wärmere Temperatur zu bringen, verrühren das und packen es dann in die Milch. So, und jetzt packen wir das Ganze in die Milch. So. Und das muss jetzt aufkochen, damit die Masse andickt. Nach ca. 2 bis 3 Minuten ist die Masse gut angedickt, der Pudding ist fertig und wir können ihn in den Kühlschrank tun, damit er erstmal abkühlen kann. Für den Zuckerguss brauchen wir, wie gesagt, Puderzucker. So, hier haben wir eine ganze Menge Puderzucker.
und ein bisschen Milch. Hier muss man jetzt ganz vorsichtig sein, weil schon ein bisschen Milch macht das Ganze ziemlich flüssig. So, ich gebe mal so einen kleinen Schuss dazu. Ja, das war absolut genug. Und so schnell macht man Zuckerguss. Jetzt haben wir unsere Füllung, unseren Zuckerguss. Was fehlt noch? Der Cronut. Und für den Cronut hole ich jetzt direkt den Blätterteig aus dem Kühlschrank. Hier haben wir fertig gekauften Blätterteig. So. So. Da lege ich jetzt den Blätterteig drauf. Und weil wir ihn, wie gesagt, noch mit ein bisschen Butter verfeinern wollten, nehme ich hier so einen Kuchenpinsel und ein bisschen zimmertemperaturwarme Butter und schmiere den Teig damit ein. So. Und da sehen wir jetzt gleich das Prinzip, wie man einen Blätterteig macht. Ich klappe das wieder zusammen und roll das wieder auf die Originalgröße auf. Das machen wir jetzt dreimal. Dürfen es nicht zu oft machen, weil sonst der Teig zu warm wird. Dann müssen wir wirklich schnell arbeiten. Jetzt klappe ich den noch einmal zusammen, damit wir noch mehr Schichten haben und packe den nochmal zurück in den Kühlschrank, damit er sich nochmal abkühlen kann. Und in der Zeit lassen wir unser Frittierfett heiß werden. Und wir lassen das jetzt so lange heiß werden, bis wir ein Holzstäbchen in das Fett hineinhalten können und es gibt kleine Bläschen, dann ist es heiß genug, um den Cronut reinzumachen. Ich habe meinen Blätterteig jetzt wieder aus dem Kühlschrank geholt, der ist jetzt kurz abgekühlt und jetzt formen wir die Cronuts, Donuts, wie auch immer ihr das sehen wollt. Ich habe hier ein Glas, was etwas größer ist und eine kleine Flasche für den inneren Kreis. So, was wir machen, das Ganze auch wieder ein bisschen auf Mehl ausgelegt. Stechen das jetzt aus. So. Einmal und zweimal. Und jetzt das Innere. Hui. So. Einmal und zweimal. Und wir schauen mal, ob das Fett schon die richtige Temperatur hat. Und jetzt sehen wir, dass kleine Bläschen um das Holzstäbchen kommen. Genau so ist es heiß genug. Eine Kleinigkeit, die ich euch verschwiegen habe am Anfang, ist, dass wir den Cronut noch in Zucker wenden. Und dazu habe ich jetzt hier schon mal Zucker auf einen Teller gepackt, wo der Cronut dann gleich nach dem Frittieren reinkommt. So. Jetzt blubbert es, der wird gleich hochkommen. Das dauert dann circa 2 Minuten auf jeder Seite. Wenn er oben ist, können wir ihn nach 2 Minuten ungefähr wenden. Und dann ist er schön goldbraun von allen Seiten. So, wir haben die Cronuts jetzt aus dem heißen Fett genommen und lassen sie jetzt kurz abkühlen, bevor wir sie zum Zucker geben, weil sie wirklich super, super heiß sind. Und in der Zeit füllen wir unsere Spritzbeutel einmal mit der Zuckergussglasur und einmal mit der Füllung für den Cronut. Ich habe hier so ein Glas, wo ich meinen Spritzbeutel reingepackt habe. Ich habe jetzt hier Einwegspritzbeutel. Man kann aber auch einfach die Ecke von einem Gefrierbeutel nehmen oder eben einen Stoffspritzbeutel. Jetzt können wir unsere Cronuts anfassen und wenden sie einfach an der Seite in ganz normalem Kristallzucker. Jetzt kommen unsere letzten Cronut-Schritte. Jetzt füllen wir zuerst den Cronut mit dem Pudding. Dazu nehmen wir hier diesen Spritzbeutel und gehen damit in den Cronut rein, sodass wir in allen Lagen die Puddingfüllung haben. Und dann kommt die Glasur auf den Cronut drauf. Voila, Cronuts! So, jetzt der Geschmacktest. Wie schmecken die Cronuts? Dazu schneide ich ihn erstmal in der Hälfte durch, damit ihr auch seht, wie er von innen aussieht. Da kommt der Pudding schon raus. Wir sehen hier die feinen Lagen. Und jetzt sind wir ganz mutig und probieren mal einen davon. Hm? Mhm.
ziemlich süß, aber ziemlich lecker. Wenn ihr auch Cronuts machen wollt, geht für die genaue Anleitung auf www.cookinginaheartbeat.com und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!